Salve! Wir haben Mittwoch, den 3. Juli, 17.12 Uhr. Die Börsen sind noch in vollem Gange. Aber ein Index, der macht jetzt heute nicht so besonders viel, auch schon seit Tagen nicht. Das ist der MDAX und um den geht es hier heute. Ich habe einen längeren Chart reingelegt. Das ist vom All-Time High. Das ist die einzig sinnvolle Linie, die ich legen kann im vertikalen Bereich. Und da sind wir im Moment bei 26.706. Da liegen wir, je nachdem, wie spitz ihr Bleistift ist. Jetzt hole ich die Geschichte mal ein bisschen näher an. Der letzte Film, den habe ich an diesem Tag gemacht. Wie gesagt, so langsam wird es interessanter, vor allen Dingen mit diesem Bereich um 26.000. Das hier, dieses Zwischenhoch, ist 26.215. Und dann ist er erstmal wieder ein bisschen gefallen, jetzt ist er wieder ein bisschen gestiegen. Es ist eigentlich nicht viel. Das Problem, was der MDAX jetzt meines Erachtens nach kriegt, ist, es fängt die Berichtssaison an für das zweite Quartal. Und da ist im MDAX eigentlich fast jeden Tag jetzt ein bis zwei Werte dabei. Da können also auch ein paar größere Klopper mal kommen, nach oben und nach unten, ganz klar. Das heißt, der wird jetzt ein bisschen schwieriger zu sein. Morgen am 4. Juli, Amis sind zu. Wahrscheinlich ist dann auch ein verlängertes Wochenende bei vielen angesagt. Ich erwarte also nicht allzu viel Bewegung, zumindest nicht volumenorientiert. Von den Kursen her kann das natürlich schon mal ein bisschen höher oder tiefer gehen. Aber begleitet mit geringem Volumen. So, was machen wir jetzt hier? Wir kämpfen immer noch mit dieser 26.000. Ja, da sind wir hier, gestern, heute. Schwierig. Und selbst wenn wir die brechen, ist die 26.215 der nächste Widerstand. Erst wenn Sie das mit Schlusskurs rausnehmen, kann ich überhaupt daran denken, dass wir irgendwie so in den Bereich 26.500, 26.600 gehen können. Das muss man mir aber erst beweisen. Von den Bändern her, kein Signal. Wir haben zwar heute das obere gebrochen, noch ist nicht Schlusskurs, aber das ist so minimal, das fällt nicht wirklich auf. Die Bänder liegen eng, sie sind in eine Richtung, in diesem Fall leicht nach oben. Da ist kein Signal, was ich haben könnte. Gleitendurchschnitte positiv. Wir sind ja abgesprungen von der 200-Tage-Linie, ziemlich genau so wie der DAX auch. Vom MACD her noch positiv, keine Frage. Da ist nirgendwo ein kleineres Histogramm. Und auch der Oszillator ist weiter nach oben am Steigen. Es wird aber jetzt langsam mal Zeit für den Freund, dass er sich endlich mal die 26.000 vornimmt und insbesondere dann auch die 26.215. Weil wenn er das nicht macht, verbraucht er hier schlicht und ergreifend zu viel Kraft. Also der verlangt einem schon eine Menge Geduld an. Für mich sind die Signale momentan nicht gut genug. Dafür kann ich die Interaktionspunkte kann ich enger nehmen. Als einen habe ich, und da nehme ich auch den Call gleich mit rein hier, als einen habe ich für den Fall, dass wir über die 26.215 gehen, kann ich jetzt meine Basis hier unten drunter suchen. Das ist 25.220. Und ich habe den hier gefunden. Der liegt ziemlich genau dran. 25.224. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer GA7NYJ. GA7NYJ. Das ist für den Fall, da bin ich möglichst nah dran, dass wir wirklich die 26.215 mal rausnehmen. Weil dann hat er nochmal 300, 400, 500 Punkte Platz. Aber also im Moment, heute hier und jetzt, ist noch kein Signal da. Schauen wir mal nach einem Put. Einen Put, den kann ich sehr aggressiv legen, hinter die 26.215. Das kann ich machen. Und da müsste ich sowas hier nehmen. Der ist von Goldman Sachs, das ist auch ein Open-End-Schein, 26.318. Das ist die GM5XWM. GM5XWM. 26.318, das hat gut und gerne 100 Punkte Abstand, aber das braucht man beim MDAX aus. 100 Punkte sind im MDAX so wirklich nicht viel, das ist ein halbes Prozent. Das braucht man auch. Der hat aber im Moment auch einen sehr großen Hebel. Das ist ein 76er-Schein, 76er Hebel, das ist viel. Den möchte ich noch nicht spielen, denn ich habe hier kein Verkaufssignal. Hier auch nicht, da auch nicht. Ein echtes Verkaufssignal käme bei mir mit Unterbieten von diesem Zwischentief hier, 25.220. Dann käme der eher ins Spiel. Oder er beweist mir, dass er die 26.215 nicht schafft und macht dann sowas wie ein Doji, wie ein Shooting Star, wie ein Bearish Engulfing Pattern, sowas in der Art. Und das im Idealfall am Freitag.
Weil, wie gesagt, morgen in Amerika Feiertag, Freitag wird da auch nicht so viel passieren. Freitag Schlusskurs tiefer wäre ein Signal dafür, dass wir das wieder nicht schaffen und dann hier drunter gehen. 26.318, ja, ist eine heiße Kiste, gebe ich zu. Aber hier ist echt Geduld gefragt. Es ist noch zu wenig Signale, um jetzt hier irgendwie am Rad zu drehen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.